Hey ho, hey ho, hey ho. Willkommen zurück bei Let's Play Anstoß. Und wenn ich hier mir mal die Statistik angucke, dann sehe ich doch, dass wir in der Heimtabelle sehr gut sind. Wir haben noch kein einziges Heimspiel nicht gewonnen. Wir haben jedes Heimspiel gewonnen. Sind dementsprechend auf Platz 2 der Heimtabelle. In der Auswärtstabelle sind wir auf Platz 12. In der Tabelle erste Halbzeit. Oho, da sind wir nur 15. Da. Zur Halbzeit haben wir noch nie geführt. Tatsächlich. Tabelle zweite Halbzeit sind wir auf Platz 2. Ja. Zweite Halbzeit haben wir noch nie verloren. Naja, aber unterm Strich sind wir auch so auf Platz 2. 4 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, sowie Pokalrunde 2. In diesem Part spielen wir gegen Kiel, gegen Dresden und gegen Bielefeld. Im übernächsten Part, beziehungsweise im nächsten Part, gibt es dann auch wieder den DFB-Pokal. Und jetzt geht es erstmal gegen die Kieler ran, die ja aus dem hohen Norden kommen. Nein, Quatsch, wir fahren zu ihnen. Wir haben jetzt allerdings erst noch Verhandlungen mit Julian Koch bzw. Greuther Fürth. Die sind an ihm interessiert. Er ist ein mittleres Talent, 29 Jahre alt und Stammspieler eigentlich, Standard-Experte seit September 2019 im Verein. Den möchte ich halten, der kriegt Geld drauf. Greuther Fürth macht aber ein Angebot. Die spielen ja auch zweite Liga. Bei denen sieht es aber doch gar nicht so gut aus. Die stehen auch auf dem Abstiegsrang gerade. So. Aber er hat ja noch 3 Jahre Vertrag. Ich gucke erstmal, was sie mir so bieten. Obwohl, oder hat er eine fixe Ablöse? Nein, hat er keine. Sie bieten 8 Millionen. Er ist 4,57 wert. Oh, da wird man natürlich schon mal schwach. Ich gucke mal, wie hoch ich Andreas Rette hier, mein Verhandlungspartner, wie hoch ich das pokern kann. Und sie legen 600.000 drauf. Ich habe ja eh keinen Europapokal. Ich kann ja noch Spieler verpflichten. Also wenn ich jetzt einen abgebe, Tim Knipping wird ja auch umworben, kann ich das Geld natürlich auch investieren. Ich kann mir auch direkt neue Spieler kaufen. Allerdings läuft es ja gerade gut und Koch ist ja kein unwichtiger Mann. Aber jetzt, wenn hier so ein super Angebot kommt, wenn die mir jetzt echt 10 Millionen bieten, dann werde ich echt schwach. Ich schaue mal erstmal, wie viel die mir noch bieten. 9,5. Oha, oha, oha. 9,8. Komm, nee, könnte haben. Also sage ich jetzt nicht abfällig dem Spieler gegenüber. Er ist schon ein sehr wichtiger Mann. Aber bei so einem Angebot, das ist so mehr als das Doppelte, als er wert ist. Nee, da muss ich zuschlagen. Der Spieler wechselt sofort nach Greuther Fürth. Ich werde mich dann dementsprechend verstärken. Ich habe jetzt auch nicht mehr so hohe Summen auf dem Konto. Ja, doch knapp 10 Millionen, aber trotzdem, jetzt würde ich ja jetzt knapp verdoppeln. Also ich schlage zu, Julian Koch wechselt nach Greuther Fürth. Alles Gute dort. Tim Knipping, jetzt nicht, dass ich auf einmal meine Abwehr hier abgebe. Erster FC Köln ist an Tim Knipping dran. Der hat auch noch 2 Jahre Vertrag. Ist ein kleines Talent, 27 Jahre alt. Ist seit Juli 2019 im Verein. Keine fixe Ablöse. Nee, dann höre ich mir auch da mal das Angebot an. Sie bieten 3,8 Millionen. Er ist 3,24 Millionen wert. Roland Seitz, der war mal Trainer beim SCP. Der verhandelt hier mit mir. Ja, das ist jetzt ja nicht so das Mega-Angebot, aber ich sag mal, für 5 Millionen würde ich ihn auch gehen lassen. Dann müsste ich mir halt meine Abwehr neu stricken, aber da könnte ich mir auch so Spieler wie Savic nochmal angucken, hinter dem ich ja immer noch her schaue. 4,2 Millionen. 4,35. Ne, ich denke, hier können wir uns nicht einigen. Der Spieler bleibt beim SCP. Das wäre auch ein etwas krasser Umbruch dann gewesen. So. Kriegt hier Geld drauf und ist auch zufrieden. Der Jugendspieler Anel Jaka hat sich stark verbessert. Hat nun Stärke 4. Julian Koch ist jetzt weg. Jetzt muss ich auch gucken, wer die Standards schlägt. Aber das kann wohl der Herr Fröhlich machen hier mit seiner Flankenfähigkeit. Rechtsverteidiger ist dann jetzt erstmal Lambropoulos, der hier reinrückt. Aufgaben im Spiel, Freistoß, Flanke macht dann Fröhlich, Eckball ebenfalls. Ja, wir spielen gegen Kiel. Müssen wir trotzdem klar überlegen, aber gewonnen ist das Spiel noch lange nicht. Wir sind ganz klar hier die Favoriten, aber gewonnen ist dieses Spiel noch lange nicht. Die Spieler haben die Ansprache verstanden. 8.500 Zuschauer hier. Stefan Raab tippt 2-0 für uns. Und wir wollen ja auch 3 Punkte holen. Natürlich, das ist eigentlich schon fast Pflicht. Baumgärtel mit einer Hereingabe. Nehmen Pass Richtung Eckfahne. Langkippe gegen Lambropoulos. Doppelpass mit Baumgärtel. Stoppt den Ball, legt nach innen auf. Jansen gegen Demme. Lässt ihn aussteigen.
nimmt den Ball mit der Hacke mit, aber Zeitz hat aufgepasst und schlägt den Ball weit nach vorn. Immer noch 0-0 nach einer halben Stunde circa. Jordanov sieht die gelbe Karte. Indirekter Freistoß für Holstein Kiel. 26 Meter vor dem Tor. Ofosu Aye tippt den Ball an Baumgärtel, luft den Ball über die Mauer, aber Lück packt sich dazu. Der Ball war extrem harmlos und Tim Knipping. Gut, dass er geblieben ist. Er macht hier nämlich das 1-0 in der 33. Minute. Sein zweites Saisontor. Ofosu Aye sieht die gelbe Karte. Eckball für Kiel kurz vor der Halbzeitpause. Knipp mit der Hereingabe, aber Freund und Feind verpassen. Wir führen zur Halbzeit 1-0. Chancenverhältnis sagt auch 3-1 für uns aus. Ich sag mal, konzentriert weiter so. Gelbe Karte für Zeitz wegen absichtlichem Handspiel. Kiel jetzt offensiv aus der Kabine gekommen. Lenkepe sieht die gelbe Karte. 62. Minute. Kitambala kommt für Fröhlich. Okay, wer macht denn jetzt dann die Flanken? Sohr macht das dann. Der sollte das nicht unbedingt machen. Macht Jordanov das. Stürmer hätte ich ja gern als Kopfballspieler vorne drin. So. Eckball von der linken Seite. Und ja, wie gesagt, Jordanov macht es dann auch sofort. Gutes Timing war das. Haut den Ball mit Schnitt in die Mitte. Der Keeper kommt raus, erreicht den Ball mit den Fingerspitzen, bekommt ihn unter Kontrolle. Gelbe Karte für Navas. 71. Minute. Caligiuri kommt für Demme ins defensive Mittelfeld. Direktabnahme Ignowski, kein Problem für den Keeper. 78. Minute, dann kommt Hofmann für den Sohr rein. Dreimal gewechselt. Und wir gewinnen wieder mit 1-0. Effektiv, so, das reicht ja. Die 0 steht hinten. Wir haben ja auch eine ziemlich defensive Aufstellung. Da wundert es einen nicht, dass das durchaus stabil hält, wenn der Gegner auch so harmlos ist wie Kiel. Eine Torchance hatten die nur, wir hatten 4. Das Spiel bekommt die Note 5. Knipping, der Mann des Spiels. Der Torschütze. Wir erreichen mal wieder die Tabellenspitze zum zweiten Mal in dieser Saison und da wollen wir auch nicht mehr weg. Aber wir haben ja noch 27 Spieltage vor uns. Das hat alles noch nichts zu bedeuten. Das werde ich nicht müde, das zu betonen. Freiburg verliert gegen Braunschweig 0-1. Augsburg verliert gegen Sandhausen 0-2. Cottbus spielt gegen Hamburg 2-2. Kiel verliert gegen Paderborn 0-1. Oberhausen verliert gegen Offenbach 0-2. Viele Auswärtssiege auch wieder hier. Dresden spielt gegen Bielefeld 1-1, Regensburg, mit denen ist auch zu rechnen. Irgendwie gewinnen die doch ständig. Warum sind die nur auf Platz 11? Ich habe irgendwie nur Siege von denen in Erinnerung, außer das Spiel gegen uns. Regensburg gewinnt gegen Fürth 2-1, konnte auch Julian Koch nicht helfen. Aue spielt 1-1 gegen den 1. FC Köln und Fortuna Köln verliert gegen Hallischer FC 0-1. Der erste Saisonsieg für den Hallescher FC auf den Aufstiegsrängen neben uns der Hamburger SV und Kickers Offenbach. Sandhausen macht auch einen ordentlichen Satz vom 10. Platz auf den 4. Platz. Und Tabellenletzter nach wie vor Greuther Fürth. In der 11. des Tages Tim Knipping und Daniel Hofstetter, meine Innenverteidiger. Und die Transfers, Mitchell Weiser geht von Freiburg nach Wolfsburg. Simon Maurer von Offenbach nach Prag, Sparta Prag. Julian Koch von Paderborn nach Fürth, Ulf Brunner von Hoffenheim nach Fenerbahçe Istanbul. Und wir brauchen einen neuen Rechtsverteidiger. Wir spielen gegen Dynamo Dresden im nächsten Spiel. Hab ja auch sonst keinen nominellen Rechtsverteidiger, obwohl ja doch Ignowski ist Rechtsverteidiger, aber der wird ja gerade eher auf der Linksverteidigerposition eingesetzt. Allerdings könnte ich ihn dann auch dahin packen und einen Linksverteidiger holen. Ich guck mal einfach so, was auf dem Markt so da ist gerade. Rechts- oder Linksverteidiger. Da haben wir doch einen interessanten Mann. Der ist von nur Stärke 7, aber das ist ja nicht schlecht. Der hat 22 Jahre alt, mittleres Talent. Terry Feather oder Väter spielt bei Oberhausen. Damit würde ich mich natürlich verschlechtern, aber... Also rein von der Stärke, ja, aber mittleres Talent bei einem 22-Jährigen, da kann durchaus was werden. Und hier vom Transfermarkt kriegt man die ja ganz günstig. Deswegen unterhalte ich mich mal mit denen. Die 2 Punkte, die werden jetzt auch nicht uns direkt jetzt zu einer wesentlich schlechteren Mannschaft machen. So, ihr Spieler Vasilios Lambropoulos hat mit seiner Familie einen Bauernhof besucht. Dabei wurde er von einer Kugel verletzt, die auf eine Mistgabel getreten war. Die nächsten 5 Tage tut sein Kind noch ziemlich weh. Ja, super. Gerade rückt er in die Startelf, dann sowas. Aber ich glaube, da wird ihm die Kuh auch nicht die Woche versauen. Weiß er nicht, ob er spielt oder nicht. Es wäre ja auch im Falle, dass er fit ist. Wäre nicht sichergestellt. Schauen wir mal. Leverkusen verliert 4-2 gegen Sociedad. Eintracht Frankfurt verliert 2-1 gegen Athen und bleibt mit 1 Punkt Tabellenletzter. Und Gladbach verliert 1-0 gegen Chelsea. Und Euroleague
St. Pauli ist weiter gegen Groningen. Stuttgart ist weiter, setzt sich gegen Zeljetsnica durch. Borussia Dortmund ist weiter gegen Girondin Bordeaux. Und auch Hoffenheim dreht es nach einer 2-0-Pleite im Hinspiel gegen IFK Göteborg. Alle vier Bundesliga-Vereine sind also weiter in der Euroleague. Spielen auch nicht gegeneinander. St. Pauli spielt gegen FK Sarajevo aus Bosnien-Herzegowina. Borussia Dortmund spielt gegen Hibernians Paulo MC. MLT, wofür steht denn MLT? Weiß jetzt gar nicht. Kann ich jetzt auch gerade gar nicht zuordnen. Keine Ahnung. Hoffenheim spielt gegen Dynamo Moskau und Stuttgart gegen Silkeborg IF aus Dänemark. Daniel Lück lässt in einem Trainingsspiel 3 Bälle hintereinander durch die Beine rutschen. Er verliert 4 Motivationspunkte und die anderen Spieler lachen schon über ihn. Oh, hier an dem Feta oder Feather sind... Ich nenne ihn jetzt einfach mal Feather, weil Terry klingt so englisch. Er hat zwar die deutsche Nationalität, aber vielleicht hat er englische Eltern oder so. Kopfballstarker Mann, beidfüßig. Denke mal, da... Oh, hier wird aber 1 Million Handgeld geboten. Er ist nicht zu Unrecht begehrt. Da lege ich auch mal ein bisschen Geld auf den Tisch. Den wir für 3 Jahre haben. Ab sofort, wenn es geht. Bielefeld ist auch am Ball. Vielleicht kommt er in die Region. RWO. Verhandeln. Bielefeld steigt aus. Rot-Weiß-Oberhausen immer noch dabei. Es ist auch kein Handgeld mehr im Spiel. Rot-Weiß-Oberhausen steigt aus und... Sie wollen 3,7 Millionen für den Namen, er ist 1,58 wert. Da hätte ich auch einen Gewinn gemacht, quasi Koch für wesentlich mehr Geld verkauft, als ich dann für den Feather hier ausgebe. Aber ja, klar, der Koch ist auch stärker, aber aus ihm hier kann ich noch was machen. Klar, der Koch war im besten Fußballeralter, er ist eher noch ein Jungspund. Aber naja, gucken, wie viel ich es runterhandeln kann hier in der Verhandlung mit dem Herrn Dern. Ich biete erstmal 2,5 Millionen. Er rührt sich nicht. Dann geht er 200.000 Mark runter. Und nochmal 200.000 Mark runter. Und dann einigen wir uns. Terry Feather geht für 3,1 Millionen zum SCP. Ist circa ein Drittel von dem, was ich für Julian Koch kassiert habe. Er bekommt die Rückennummer 5. Lambropoulos ist auch schon wieder fit. Der kann spielen. Ignowski geht auf links. Hier der Feather ist ja auch Rechtsverteidiger. Rückt direkt in die Startformation. Kommt hier direkt das Vertrauen. Wie auch, ja, beim Fröhlich hat es ja auch gut geklappt, ihn ins kalte Wasser zu werfen. Wir sind gegen Dresden stärkemäßig klar überlegen. Von daher sollten hier Punkte drin sein. Wir sind ganz klar hier die Favoriten. Aber gewonnen ist dieses Spiel noch lange nicht. Die Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Ausverkauftes Haus, fast 3000 Dresdner, aber auch da. Dresden hat die letzten beiden Spiele nicht verloren und Günther Netzer tippt auf einen 3:2-Sieg für Dynamo. Das wollen wir aber erstmal sehen. Daniel Hofstetter wieder trifft einen Innenverteidiger in der 6. Minute mit dem 1-0, sein erstes Saisontor. Gernot Hertha sieht die gelbe Karte, wird es wieder ein 1-0-Sieg. Nein, Terry Feather, der neue Mann, trifft direkt in der 20. Minute. Okwaminsor mit der Vorlage. Tim Knipping sieht gelb. Was für ein Einstand hier. Gelbe Karte für Marc Leinau. Dass Kwaminsor die Vorlage gegeben hat, das lässt darauf schließen, dass er die Standards schießt. Oder nee, Quatsch, Fröhlich ist er hier in der Partie. Krass, 4-0 Chancenverhältnis, 2-0 Führung, das läuft doch sehr gut. Hey Jungs, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist halt super. Ja, das ist wirklich super. Ah, oh, jetzt der Anschlusstreffer. Frank Düller in der 54. Minute zum 2:1. Gelbe Karte für Stefane Pinson. Noch 20 Minuten zu spielen. Es ist noch nicht durch hier. Spielner kommt für Jordanov. Und Hofmann kommt für den Sor. Und Manuel Zeitz macht hier wahrscheinlich einen Deckel drauf mit dem 3-1. Sein erstes Saisontor in der 82. Minute. Pinson zieht ab, aber der Keeper wehrt den Ball nach vorne ab. Zeitz klärt zur Ecke. Aber Dresden, wenn die hier mit dieser Ecke den Anschlusstreffer kassieren, dann wird es nochmal spannend. Hertha legt sich den Ball zurecht, popelt kurz in der Nase, schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Lück kommt raus und faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Da sieht man gar nichts von angeblich geringem Selbstvertrauen. Goldbach kommt für Ignowski. Und wir gewinnen 3:1. Weitere 3 Punkte auf unserem Konto. Wir verteidigen die Tabellenspitze. Daniel Hofstetter, der Mann der Partie. Das Spiel bekommt die Note 3. Das war ganz nett. Da war stellenweise auch ein bisschen Spannung dann wieder drin. Wir bleiben, wie gesagt, auf 1 nach dem 8. Spieltag mit 19 Punkten. 1 Punkt vor dem Hamburger SV.
Der Hamburger SV hat Jahn Regensburg geschlagen mit 2:0. Der 1. FC Köln schlägt Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0. Braunschweig verliert gegen Fortuna Köln 3:4. Cottbus schlägt Aue 2:1. Offenbach schlägt Augsburg 2:1. Paderborn schlägt Dresden 3:1. Halle spielt 0:0 gegen Kiel. Greuther Fürth spielt 0:0 gegen Freiburg. Und Sandhausen verliert 0:2 gegen Bielefeld. Damit sind wir 3 Punkte auch vor dem drittplatzierten Offenbach. 4 Punkte vom Nicht-Aufstiegsrang, wo die Kölner gerade stehen, vom 1. FC, aber auch die Fortuna nur 2 Punkte hinter dem 1. FC Köln. Die Kölner spielen guten Fußball im Moment auf den Abstiegsrängen nach wie vor, dieselben Vereine, aber RWO ist der neue Verein mit der roten Laterne. Nach wie vor Greuther Fürth und Oberhausen nur 2 Punkte auf dem Konto. In der 11 des Tages haben wir Daniel Hofstetter und direkt der neue Mann, was für ein Einstand, Terry Feather. Wenn er die Leistung aufrechterhalten kann, aber wir müssen jetzt hier nach dem ersten Spiel nicht direkt das Träumen anfangen, aber eine sehr, sehr solide Leistung, eine sehr gute Leistung in seinem ersten Spiel. Kann man ihm nur zu gratulieren. Jürgen Kramny vom 1. FC Köln 2 wurde entlassen. Patrick Nonnenmann geht von Aue nach Panathinaikos Athen. Johannes Wurz von Augsburg nach Beitar Jerusalem. Ndoye spielt Länderspiel für den Senegal. Und wir spielen gegen Bielefeld, das OWL-Derby mal wieder. Daniel Hofstetter hat sich bei der Viererkettenfähigkeit verbessert. Und das Prestigeduell und auch in der Liga hier sportlich auch ein Topspiel. Erster gegen den 5. Terry Feather hat im letzten Spiel sein erstes Tor für seinen neuen Club erzielt und muss eine Runde schmeißen. Alle freuen sich, das ist gut für die Stimmung. Ja, die Stimmung ist mit Sicherheit gerade gut im Verein. Wir haben ein Vorstandsvertrauen von 93%. Auch die Fans mögen mich langsam auf einmal, einigermaßen zumindest. 93% Vorstandsvertrauen. Die sind absolut unumstritten. Es läuft wirklich. Wenn wir jetzt noch das OWL-Derby gewinnen, werden wir zum König von Westfalen gekrönt. Nein, das ist noch viel zu früh in der Saison. Aber das hier ist halt ein wichtiges Spiel. Für viele Fans ist das heute das wichtigste Spiel des Jahres. Enttäuscht sie nicht. Ihre Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Nur 20.000 Zuschauer in der Schüko Arena. 4.500 Paderborner da. 3:3 tippt Elton. Ich sollte jetzt mal dran denken, den Karten zur Verfügung zu stellen. Oh, Martin Hein mit dem 1:0 in der 4. Minute. Jonathan Janowski mit der Vorlage in 5. Minute. Bielefeld will nachlegen, aber Aufstieg klärt per Kopf vor Najowski. Sata gegen Ignowski. Bielefeld hier mit einer Offensive in den ersten Minuten, die es in sich hat. Sata nimmt den Ball an, flankt direkt in den Strafraum. Nein, vor den Strafraum. Raphael gegen den Ex-Bielefelder Dämme wird festgehalten. Bibiana Steinhaus pfeift es sofort ab. Das Spiel kennt keine weiblichen Formen. Hier heißt es Schiedsrichter Bibiana Steinhaus. Direkter Freistoß, 19 Meter. Raphael flankt in den Strafraum, aber Lück fängt den Ball sicher ab. So, die Anfangsoffensive der Bielefelder hier überstehen, ohne weiteren Schaden zu erleiden. Und Terry Feather, was ist denn los? Nach Vorarbeit von Jochen Fröhlich, die beiden Neuzugänge in der Co-Produktion. Der Feather trifft schon wieder. Knipping mit der gelben Karte. Eckball von der linken Seite. Jochen Fröhlich mit einer flachen Hereingabe. Schilwasi begreift das Vorhaben, kann es aber nicht mehr verhindern. Der Ball kommt zum völlig freien Knipping. Gewaltschuss. Und der Ball ist drin und wir liegen in Führung und 2 Abwehrtore schon wieder. Hatte ich doch damals beim VfB Stuttgart und das scheint sich jetzt wieder zu entwickeln. Volley-Schuss von Ignowski in die Wolken. Ignowski auch viele Tore. Dass hier die Abwehrspieler Tore schießen. Alle 4 hier haben doch schon mehrfach getroffen, glaube ich. Oder zumindest auf jeden Fall getroffen. Wir führen 2:1 zur Pause. 2:5 das Torchancenverhältnis für uns. Konzentriert weiter so. Bielefeld jetzt offensiv und wütend wahrscheinlich aus der Pause gekommen. Sata mit einem Traumpass. Lück stürmt heraus, wird von Sata umspielt und der Winkel wird immer spitzer zum Tor, aber der Ball wird reingedrückt. Das ist der Ausgleichstreffer, Rodolfo Sata. Hier ist einiges los auf der Alm. 2:2. Ich bringe Philipp Hofmann für den Sohr rein. Schütz bringt den Ball nach einem Stolperer wieder unter Kontrolle. Schlägt ihn auf den linken Flügel. Janowski nimmt den Ball mit. Schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum, aber der Ball landet im Aus. Ich bringe Spillner für Jordanov. Gelbe Karte für Philipp Riese. Noch 20 Minuten zu spielen. Hier ist noch alles drin. Und ich wechsle direkt nochmal Kitambala für Sassi. Und noch ein paar Minuten. Spillner, der frische Mann gegen Schütz. Drängt nach rechts, stürmt auf Schütz zu, tunnelt ihn, flankt in den Strafraum. Kein Abseits. Ignowski nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich, schießt. 2 Meter vorbei. Der Ignowski drängt auf neue Tore, aber trifft nicht mehr. Letzte Minute. Bielefeld will hier noch die Führung erzielen. Schütz
auf Sata. Der flankt aus vollem Lauf. Aber der Ball landet im Aus und das Spiel dürfte enden, oder? Ja, 2:2, aber bei dem Chancenverhältnis kann ich nicht zufrieden sein. 2:9 nämlich. Bielefeld hat zweimal aufs Tor geschossen und die waren beide drin. Bei uns hat es leider nicht so gut geklappt. Das Spiel wurde sogar in der ARD gezeigt. 53% Quote. Hätte ich gar nicht gedacht, dass hier Zweitligaspiele in der ARD laufen. Tim Kister, der Mann des Spiels. Das Spiel bekommt die Note 3 ordentlich. Das war ein gut anzusehendes Spiel. Wir verlieren die Tabellenspitze an den Hamburger SV, bleiben aber immer noch auf dem Aufstiegsrang. 20 Punkte nach 9 Spielen. Ja, das ist ja 20 Punkte so für die Abstiegskandidaten, das, was man in einer Hinserie erreichen möchte. Wir haben es jetzt schon, aber wir wollen auch aufsteigen. Naja, aber ein Auswärtspunkt ist halt okay. Vor allem gegen einen starken Gegner. SC Freiburg verliert 0:3 gegen den 1. FC Köln, die damit auf Platz 3 klettern. Tauschen Plätze mit Kickers Offenbach. Augsburg spielt gegen Halle 0:0. Aue verliert gegen Hamburg 1:2, die jetzt halt neue Tabellenführer sind. Kiel verliert 0:3 gegen Fürth. Oberhausen verliert 0:1 gegen Sandhausen. Dresden spielt 1:1 gegen Braunschweig. Regensburg spielt 3:3 gegen Cottbus. Bielefeld 2:2 gegen Paderborn. Und Fortuna Köln 1:1 gegen Offenbach. Joa, Oberhausen immer noch letzter. Offenbach auf 4, Bielefeld auf 5, Sandhausen auf 6 und so weiter und so fort. In der 11. des Tages haben wir schon wieder Terry Feather. Der Mann ist eingeschlagen. Alexander Schmidt bei Rot-Weiß Oberhausen wurde entlassen und Benno Möhlmann ah neuer Trainer vom 1. FC Köln 2. Fabian Müller geht von Augsburg nach Köln zum FC. Maurizio Skjoskia geht von Cottbus nach Greuther Fürth. Patrick Heuss geht von Hansa Rostock nach Anderlecht. Und wir haben keine Verhandlungen anstehen, aber wir spielen im nächsten Part DFB-Pokal. Das wird nochmal richtig spannend. Wir spielen gegen Augsburg in der Liga, dann im Pokal gegen Regensburg und dann in der Liga gegen den Hallischer FC. Also da ist einiges an Spannung geboten. Wir wollen natürlich auch in der Liga oben aufbleiben. Tschüss, bis dann.